Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator. So, ein kleiner Zeitraffer. Alle Felder sind fertig. Ihr werdet euch wundern, warum wir so viel Geld haben. Können wir euch einmal ganz kurz zeigen. Der Kami hat so gesagt, ey, haben wir überhaupt den Kredit voll ausgeschöpft? Dann haben wir mal geguckt. Und mit dem Patch wohl kann man ab jetzt 300.000 Kredit aufnehmen. Statt 200.000. Früher war 200.000 das Maximum. Jetzt kann man 300.000 aufnehmen. Die Summe haben wir uns jetzt aufgenommen. Wir haben was vor. Aber ob das funktioniert, wissen wir nicht. Und deswegen werden wir jetzt erstmal abwarten. So, Kabi, du kannst anfangen. Weiter malochen. Malochen hier. Sieh zu, bist du noch nicht fertig? Nein. Ja, Kabi mäht. Das, was wir vorhaben, das kostet uns dann auch doch nicht mehr so viel Geld, was wir gedacht haben. Richtig. Na, wir können jetzt auch fünffach ruhig machen, Kavi. So schnell geht der Tag jetzt auch nicht rum. So, wir warten jetzt, bis Kavi hier zwei Schnitte gemacht hat. Dann fahre ich eine Düngerstreifen. Dann kann ich nämlich anfangen zu flügen. Mit unserem neuen Flug auch noch. Schon wieder ein neues Gerät. Richtig. Also eigentlich jetzt schon fast in jeder Aufnahmesession gibt es neue Geräte. Ja. Ja, es wird langsam wachsen. Wir kommen jetzt so langsam voran. Es wird aber auch mega Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Jetzt wird so langsam Zeit. Wir sind bei über 130 Folgen schon. Also so langsam wird es auch Zeit. Aber das liegt halt daran, wenn man nicht bescheißen tut. Ja. Und einfach original spielt. Und man darf die ersten Folgen ja auch nicht so viel wahrnehmen, weil da war das Spiel ja neu und man wusste nicht, auf was man richtig achten sollte, ne? Stimmt, ja. Wir haben viel im Privat gelernt. Ja. So, dann will ich mal düngen. Ja, sind die genau zwei Schnittbreiten. Hast du die volle Breite für Dünger? Ja. Jetzt will ich einen Flug und dann fange ich an. Juhu! Ich freue mich auf den Flug, weil der Spaß macht. Ja, besser wie das kleine Türchen, ne? La 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 la. Und runter und Vollgas, Eggert! Müssen wir überhaupt flügen? Sollen wir gerade gucken hier? Ja, wir müssen fliegen, alles klar. Wollte schon sagen, wär's jetzt gewesen, ne? Ja, gut, ja, dann wär's halt so gewesen, weil den Flug hätten wir eh gebraucht. Ja. Also daher wär's ja egal gewesen, Kavi. Das stimmt auch. Jetzt muss man neben der Linie fahren. Funktioniert das nämlich haargenau. Mega gut. Idee eigentlich recht fix. Ja klar. Einmal hoch, einmal runter, deine Schnittbreite ungefähr. Es geht alles. Also, wenn man sich da anstellt, Flügen dauert so lange, habe ich keinen Bock drauf, stelle ich aus. Ja, dann spielt das Spiel doch gar nicht erst. Richtig. Also, das ist mein Standpunkt. Ja, so. Also, bei dem Fake geht ganz schön was runter, ey. Warum? Ich habe 60% gleich. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, wie gesagt, wir wissen auch nicht, was sie alles genau geändert haben. So genau haben wir uns die Patch Notes auch nicht durchgelesen, Kavi. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich was gelesen habe. Also Dinge haben sie nicht erhöht. Ich weiß nur von den Preisen.
Ja, aber wenn sie schreiben, wir haben bei 144 haben sie geschrieben und einige Kleinigkeiten haben wir gefixt. Ja. Was hat das zu bedeuten? Eigene Kleinigkeiten, also ja. Na, Kabi ist nämlich jetzt weg, dann kann ich nämlich zu Ende düngen. Ja, 59%. Ist okay. Und kann nämlich dann in Ruhe hier flügen. Ja, wir haben auch extra die Nacht durchlaufen lassen, Leute. Vorhin bei dem Zeitraffer, das können wir mal ruhig sagen. Dass wir wollten euch nicht nochmal jetzt im Dunkeln stehen lassen. Richtig. Wird man ja blöd im Kopf, wenn es immer dunkel ist. Ja, irgendwann fragst du dich auch, ey, Alter, gibt's auch mal Licht in dem Spiel? Nö. Also... Na, hier bergauf. Geh da schon ein bisschen in die Knie. 1 km/h verliere ich dabei. Aber einfach nur schnell geht es. So, bin ich mal gespannt. Da müssen wir locker hinkriegen normal. Ja, wenn das so klappt, wie wir vorhaben, ja. Wir müssen jetzt nur gucken, wie der Sojabohnenpreis ist. 1768 bei der Mühle. Boah, das ist viel. Er war vorhin bei 1800 da schon. Ja, aber... Ja, aber reichen, diesen Tag... Diesen Tag wird ja verkauft. Ja, weil wenn wir... Wenn das genauso viel ist wie mit Raps, dann sind es die 100.000, ein bisschen mehr, das was wir bräuchten. Ja. Dann wird es optimal. Was ist denn eigentlich das nächste, was wir machen? Weizen, ne? War erstmal abwarten, weil wenn wir das formen, was wir vorhaben, mal gucken, was dann auf dem Feld ist. Ja. Stimmt. So, danach müssen wir uns dann richten. Erstmal abwarten. Und erstmal müssen wir flügen, Kabi. Ja, Säen ist dann ja nebensächlicher Aspekt. In dem Sinne, wenn du fertig geerntet hast, kannst du dann auch schon beigehen und schon wieder mit der Sämaschine hinterherfahren. Ja. Statt einen neuen Flug zu nehmen, weil du musst dann ja erstmal hinterherkommen. Richtig. Aber Flügen mit dem Ding ist echt geil. Ist mal wieder angenehm. Ja, auch ein Vorankommen. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest hier so Feld 5 oder so pflügen und das Ding hat nur einen Haken hinten dran. Ja, Alter, so wie früher die Leute, Alter, die Menschen haben mir leid getan. Ja gut, leid getan. Die kannten es halt auch nicht anders und für die war das schon ein Fortschritt, obwohl es dann Dampfsachen gab, dass sie nur noch hinterherlaufen mussten. Keine Ackergauls mehr. Ich glaube, das war schon eine Erleichterung zu der Zeit. Ja. Wo sie mit Pferden rumhantiert haben, aber dann ist das Pferd, wollte nicht so wie du, Alter, hat's quer durchs Feld gerissen und... Alter, ne. Ja, du musst es sagen, ja, dann hast du ja die halbe Ernte wahrscheinlich ein Pferd verfüttert. Dann braucht er auch hier Futter. Ich meine, wenn das geackert hat hier, was das ja gut, aber hat. Was haut wirklich ein Bauer an Sprit durch? Du musst das ja genauso rechnen, dann kann... Ja, ja. Weißt du, wie viel von seinem Geld, was er an Ernte verdient, haut er auch wieder in Diesel rein, ne? Diesel, Inspektion, neue Geräte kaufen. Also ich finde, wenn man das so nimmt, ist LS noch nicht realistisch genug. Von dem Prinzip. Mhm. Weil der Sprit ist viel zu günstig. Er schwankt nicht, du hast immer einen festen Preis. Genau, du hast immer einen festen Preis. Ja, aber und er ist auch zu günstig. Ja, du verhaust da so ein paar Euros in dem Sinne. Aber muss es einem auch voll realistisch sein? Nein. Du
kannst du deinen eigenen Bauernhof gründen, wenn du es total realistisch haben willst. Interessieren würde mich trotzdem sowas. Ja, ja. Ich würde es dann trotzdem spielen. Weil das Prinzip bleibt ja das gleiche. Du musst nur anfangen zu wirtschaften. Ich habe hier schon. Ich bin gleich durch. Echt? Ja. Hier fix. Noch einmal hoch, noch einmal runter, glaube ich. Dann sollte ich durch sein. Das geht super. Auch bald fertig. Ja, und so muss es aber sein, dass du auf dem Feld weg bist, wenn ich komme. Ja, dann kannst du gleich voll durchdüngen und... Richtig. Dann kannst du deine Bahn durchziehen. Hast du überhaupt schon was abgeladen? Ja, aber schon voll. Dann geht's ja. Ja, doch. Na, einmal muss ich noch. Oh, dann bin ich durch. Oh, hier ist aber... Heilige Maria, 10, 11 km nur noch. 109 Liter, Junge, in einer Stunde. So muss das sein hier. Muss auch noch einmal hoch, einmal runter. Ja, und schon wieder 25% drin und bin noch nicht fertig. Ist gut. Geht doch schneller, wie ich gedacht habe. Ja, ab zu dir. Gut unterwegs heute. Ja, sind wir eh. Was einfach nur wichtig ist, dass wir weiterhin so gut vorankommen. Und das ist das, was ich meine. Wir dürfen nicht wieder so einen Flaschenhals kriegen, dass man nicht wieder vorankommt. Weil das bringt uns gar nichts an. Verliert man auch wieder die Interesse an dem Spiel. Richtig. Komm mal, spann bis ich Dark Wills bei dem Feld, wo ich gerade bin. Bergauf da. Oh. Ja, aber das macht vom Prinzip dann ja schon wieder nichts, weil du ja eine viel größere Breite hast. Richtig. Ja. Und noch geht alles, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Man darf nicht vergessen, wie man angefangen ist. Eben. So. Und du wirst immer, egal welchen Trecker du hast, du wirst dich immer irgendwo quälen. Ja? Ja, das auf jeden Fall. Du bist früh mit dem kleinen Case, mit dem großen Hänger da hinten in den Wald reingeknallt, hat dich nicht interessiert. So, holst du den großen Trecker, Alter, verlierst 5 km/h, was ist das für ein Scheiß? Hä? Hallo, du bist vorher mit 5 km/h hochgefahren, jetzt fährst du mit 40 hoch, beschwer dich nicht. Weißt du, das ist wieder so typisch, das ist so meckern auf hohem Niveau, Gabi. Echt? Ich glaube 3 Bahnen und dann bin ich, also nochmal einmal runter, einmal hoch, dann könnte ich gleich schon wieder voll sein. Ich denke, dass du gut dasselbe runterkriegst wie bei Raps. Ich auch. Ey, falscher Knopf, Kevin. Und der Vorteil ist ja auch, Kabi, umso größer die Felder sind, umso schneller bist du ja auch.
Von dem Prinzip, ja, was wir vielleicht vorhaben. Weil du dann nicht mehr absetzen musst, hierhin, dahin, dann wieder hierhin. Nein, du ziehst einfach am Stück durch. Richtig. Mit diesem Kühn-Add-on, das müssen wir uns echt nochmal überlegen, Kavi. Bock habe ich da schon drauf, weil da eine geile Presse, geile Mähwerke. Ich habe da noch nicht so wirklich reingeguckt. Muss es, gibt da auch so ein neues Gerät, da kannst du irgendwie gleich mit schneiden und gleich in Reihe legen, krass. Ja, das wäre geil, Alter. Das müssen wir uns echt, das wäre nicht schlecht. Es gibt schon geile Sachen, aber da müssen wir uns dann genau überlegen, weil wenn, dann müssen wir uns das ja beide holen. Ja. Weil sonst rentiert es sich ja einfach nicht, ne? Und dann muss ich es ja auch noch auf den Server installieren und so, aber das machen wir dann alles, wenn es soweit ist. So, wir sagen dann auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.